und herzlich willkommen. Ich möchte dir heute zeigen, wie man mit einfachen Papiercollagen wunderbare Jelly Prints machen kann. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir viel Spaß. Ich werde die Jelly Prints nutzen für das neue Journal Blue Winter. Ich werde möglicherweise das auch als Seiten nutzen, aber auf jeden Fall als die Cover der Signaturen. Also ich habe mir gedacht, ich werde 3 Signaturen haben. Das ist jetzt gerade alles nur so ein bisschen sparsam erstellt. Ich habe die digitalen von dem Kit reingestellt, auf diese Seite, wo ich gezeigt habe mit den Drehelementen. Da kommen bestimmt noch irgendwie so Buchseiten und auch andere Seiten. Aber die Grundlage ist geschaffen und ich werde das als Cover nutzen. Hier unten liegen auch noch andere Prints, die habe ich auch mit derselben Methode der Papiercollagen erstellt. Die kann man dann immer öfter nutzen. Also ich würde sagen, let's go. Ich habe hier ein ganz normales Kopierpapier und Stanzteile. Vor allem die Schneeflocken werde ich nutzen. Da ich so etwas wie eine Winterlandschaft haben möchte, reiße ich mir hier erstmal so Streifen von Papier ab. Es ist egal, welche Farbe es hat. Es hat bei mir jetzt gerade blaue Farbe, weil das zur Veranschaulichung nur ist, damit ihr seht, die Unterschiede oder wie ich das mache, weil weiß auf weiß sieht man nicht so gut. Und dann klebe ich mir die nach Lust und Laune auf einen anderen Papier. Ich werde das auch mit den Schneeflocken nutzen noch obendrauf. Da kommen jetzt die Schneeflockchen. Ich klebe das alles nicht unbedingt sehr ordentlich, muss es aber auch nicht sein. Das muss so weit halten, dass wenn man das, weil das wird dann abgedruckt auf der Jelly Plate, das dann nicht abgeht. Dann wird die Jelly Plate vorbereitet. Ich möchte hier unten einen hellen Ton für den Abdruck haben. Also nehme ich Weiß und Ocker, sodass ich einen ganz, ganz hellen Ockerton habe. Ganz gleichmäßig schön verteilt. Und dann kommt die Papiercollage oben drauf. Vorsichtig streichen, also nicht richtig drücken. Und auch ziemlich fix, also schnell wieder abziehen. Ich gucke hier ein bisschen, ob mir die Teile nicht abgehen, ob die gut geklebt sind. Weil das ist immer so ein bisschen tricky. Aber es hält alles. Ihr werdet gemerkt haben, dass ich bei dieser Papiercollage auch noch so andere Papierstückchen drauf habe, die ich da geklebt habe. Ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, was man macht und wie man das macht. Ich habe das jetzt antrocknen lassen. Jetzt kommt die zweite Schicht. Ich möchte hier so einen hellen Blau haben. Also hell, blau und weiß. Und da kommt jetzt das Papier drauf, wo das abgezogen wird. Und ein bisschen Druck aus ihm, ein bisschen verstreichen. Und ich lasse das immer 5 bis 10 Minuten auf der Jelly Plate liegen. Und erst dann ziehe ich das ab. Tja, und da haben wir den Druck. Und wie gesagt, ihr könnt die Papiercollagen immer wieder nutzen. Das Prinzip ist immer gleich. Hier seht ihr, ich habe unten schon den ersten Abdruck gemacht. Jetzt werde ich das eben abziehen in anderen Farben. Also erstmal habe ich dunkel gemacht, dann habe ich hell gemacht. So sieht das dann aus. Hier stelle ich eine etwas aufwendigere Collage her. Ich möchte dieses Bäumchen mit 3 Schichten bekleben oder dass das zusammen sind, 3 Schichten. Ich habe hier so eine Schablone von so einem Weihnachtstannenbäumchen, das ich ja schon letztes Jahr für meine Tannenbäumchen genutzt habe. Ich zeichne mir das jetzt ab 2-mal
Und das erste Bäumchen schneide ich mir dann aus. Bei dem zweiten mache ich das etwas anders. Und zwar, ich schneide mir das etwas bisschen kleiner als das Original. Und zweitens in Teilen. Also wie man sich das so vorstellt, wie so ein Tannenbaum aufgebaut ist von oben nach unten, dass man dann die, die Zweige sieht oder sowas. Also ich schichte das quasi so. Also ich schneide mir dann, habe ich mir die Spitze geschnitten, rausgeschnitten, jetzt den anderen Teil und dann mache ich mir so einige Teilchen und dann lege ich mir dann das zurecht, sodass ich dann jetzt auch später noch weiß, wo alles hingehört und ich das nicht neu puzzeln muss. Weil kleben möchte ich das noch nicht fest, das zeige ich euch gleich, wieso. So, und bevor ich das jetzt aufklebe, zeichne ich mir diese Teile jetzt nochmal nach. Und dann klebe ich die dann gleich drauf. Und das mache ich jetzt, also diese untere Teil klebe ich noch drauf und das wird abgezeichnet. Jetzt die nächste Teil wird dann abgezeichnet und dann draufgeklebt. Und so mache ich das mit allen Teilen des Bäumchen. Und wenn ich mir das dann alles abgezeichnet habe, schneide ich jetzt die Teile wieder einzeln aus und wieder ein bisschen kleiner, vor allem auf diese untere Kante, mache ich, dass da dann so Abstand ist. Weil wenn das gedruckt wird, dann sieht man eben diese Linien und ich möchte verhindern, dass das die eine Linie auf der andere liegt. Ich möchte, dass das so ein bisschen Abstand hat. Das hier mit diesen Bäumchen ist etwas aufwendiger als das, was ich euch vorher gezeigt habe, diese Papiercollage. Aber im Endeffekt ist diese Methode ist simpel und genial. Inspirieren lassen habe ich mich von dem Kanal Jetzt Marques. An dieser Stelle vielen Dank, Marc. Ich werde euch seinen Kanal unten verlinken. Wer so ein bisschen tiefer in Jelly Plates, Mixed Media gehen möchte, unbedingt anschauen, kann ich nur empfehlen. Jetzt wird das zusammengeklebte Tannenbäumchen als eine schon vorgefertigte Unterlage geklebt. Da habe ich auch nur so Streifen wie bei dem anderen schon draufgeklebt, ist das Tannenbäumchen. Dass mir das jetzt alles so ein bisschen nackt noch aussieht, reiße ich mir hier so kleine Kreise aus dem Papier. Und die werden dann wahllos eben irgendwo draufgeklebt. Ihr könnt euch so verschiedene Vorlagen, sag ich das so, also diese Papiercollagen kann man dann später öfter mal nutzen, öfter mal abdrucken. Wie oft, keine Ahnung, ich vermute, dass man dann nach dem x-ten Mal irgendwann zu dickte Farbe hat und das dann nicht mehr gehen wird. Aber solange man selber auf der Jelly Plate nicht so viel Farbe nutzt, so dass sich dann die Schichten nicht total stapeln, sag ich das so, kann das bestimmt für einige Zeit reichen. Ja, und hier dieselbe Prozedur, erstmal die Jelly Plate vorbereiten, dann kommt jetzt diese Papiercollage oben drauf und wie immer ein bisschen andrücken, ein bisschen vorsichtig, dass das nicht zu viel Farbe abgenommen wird. Zügig wieder runternehmen. Man sieht hier oben, ich habe zu sehr gedrückt. Da ist mir ein bisschen zu viel von der Farbe weggenommen.
naja, antrocknen lassen, die nächste Schicht nicht zu dick und das Papier zum Abdrucken. So, und tada, der nächste Druck. Und hier könnt ihr sehen, bei diesem Baum, was ich gesagt habe, das ist so wirklich fast wie dreidimensional. Also diese einzelnen Schichten sind richtig so, an diesen Kanten werden so abgedruckt. Als das getrocknet war und ich habe das dann öfter mal schon gedruckt, habe ich ja noch ein paar Schneeflocken draufgeklebt und habe das noch einmal abgezogen. Und hier sieht man auch, ich habe nicht so fest gedrückt, also besser als bei dem vorherigen Mal, was ihr gesehen habt. Der Druck ist viel besser, vor allem oben die Streifen sind viel schöner geblieben. Naja, schon wieder die nächste Schicht. Und der Druck hier ist meiner Meinung nach auch viel schöner. Ja, vor allem auf den Seiten ist ein bisschen Farbe noch geblieben und oben bei den Schneeflocken. Aber ich persönlich finde den Druck viel, viel schöner. Der Format der Jelly Plate ist ein bisschen kleiner als A4. Also wenn man diese Drucke macht, ist das dann kleiner. Ich wollte für diese Cover aber, für die Signaturencover wollte ich das auf A4 drucken. Also habe ich einen Zettel genommen, also diese, die ich dann bedrucken möchte, und habe ich mir das dann eben gefaltet, also so wie A5, und dann so, dass ich dann beide Seiten bedrucken werde. Dann mache ich auch diese Farbe nicht auf die ganze Jelly Plate, nur auf Teil davon, und dann bei diesen Vorlagen, sag ich das, nenne ich diese jetzt so, mache ich auch so, dass das im Endeffekt so etwa die Hälfte ist. Ja, das wird dann jetzt abgezogen. Ja, die nächste Schicht. Und hier versuche ich jetzt dieselbe Stelle zu treffen, wo ich vorher das abgezogen habe. Ein Blatt Papier kommt oben drauf, damit ich mir das alles nicht verdrecke. Bisschen liegen lassen, 5 Minuten wieder, und dann kann man wieder die Sachen abziehen. So, und dasselbe mache ich dann ja mit der anderen Seite. Und hier seht ihr noch ein Beispiel einer anderen Papiercollage. Die Streifen habe ich dann rausgeschnitten aus so einem, mit so einer Kinderschere. So auf diesen Seiten so Kringel rausgerissen und dann gefaltet geklebt. Und hier habe ich mir ein bisschen so ausgedacht wie so ein Wald, also Bäume mit Blättern. Und die Ergebnisse der Abzüge, also das ist von dem ersten, habe ich ein bisschen kräftigere Farbe genutzt. Und hier das andere, das mit den Bäumen, ich finde, dieser Druck ist echt auch so herrlich. Wie gesagt, simple Methode, super schöne Ergebnisse. Probier mal das unbedingt aus. Für heute war das. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.